Ja, und damit herzlich willkommen zu StarCraft 2. Heart of the Sworn. Und zwar mit dem neuen Patch 3.0. Wie ihr hier so gut sehen könnt, neues Titelbild, neuer, ja, Held sozusagen, Artanis, sieht man hier. Und ja, mit dem neuen Patch ist einiges verändert worden. Am Hauptmenü, wie ihr hier sehen könnt, die ganze Leiste hat sich geändert, das Bild ist nach oben gerückt, das Chat, die Interaktion, Chat und so weiter hat sich grundlegend geändert. Außerdem ein zusätzliches Extra für alle, die StarCraft 2 sehr gerne spielen, könnt ihr jetzt auch ohne Beta-Zugang oder ohne Vorbestellung die Stimmen des Untergangs spielen. Übrigens ein Spiel, was ich schon gespielt habe, also die drei Missionen habe ich schon gespielt, könnt ihr auf meinem Kanal sehen oder ich werde sie hier irgendwo einblenden. Dann könnt ihr mal draufklicken und dann könnt ihr euch diese Videos angucken. Ja, es hat sich natürlich an der Oberfläche noch weiter was geändert. Nicht nur hier die neue Animation und so weiter, sondern auch die Menüstruktur. Zum Beispiel bei Mehrspieler, ich zeige jetzt mal so ein bisschen alles, hat sich jetzt ein bisschen was von der Optik geändert. Hier kann man Terraner wählen und dann kommt hier ein Marine. Hier kommt natürlich ein Zerg, ein Protoss und hier kommt ein Zufallswürfel. Was sich dahinter verbirgt. Ja, Card hat sich auch ein bisschen geändert. Die ganzen Sortiermöglichkeiten und die ganze Aufstellung und Auflistung hat sich ein bisschen verändert. Replays, da habe ich eigentlich nicht so wirklich, da habe ich ein bisschen Desert Strike gespielt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt relevant ist. Ja, und bei der Kampagne seht ihr hier, gibt es nicht mehr nur diese drei Bildchen, sondern es gibt jetzt drei Figuren, ein bisschen optischer. Hier kann man den natürlich Terraner Weg wählen, Wings of Liberty und dann natürlich Heart of the Swarm, wo wir gleich mit einsteigen, und Legacy of the Void. Da kann man nochmal sehen, hier gibt es den Prolog, dann gibt es natürlich die Hauptkampagne und es gibt den Epilog, was sich dahinter verbirgt. Das werden wir auf jeden Fall bald herausfinden. Natürlich kann man die Hauptkampagne nicht spielen, hier seht ihr nur den Trailer. Das ist erst am 10. November verfügbar. Und ja, ich bin gespannt, wie das so wird. Den Trailer, den gucken wir uns aber erst dann zum Hauptspiel dann an. Also wir könnten uns den jetzt angucken, aber ich finde das epischer, wenn es dann beim Hauptspiel passiert. Ja, wir starten aber natürlich mit Heart of the Sworn weiter. Und zwar die Zerg-Kampagne. Ist ein bisschen verwirrend jetzt, ne? Ein bisschen, weil hier steht nicht mehr LAN oder sowas, sondern hier steht mehr. Und zwar müssen wir dann hier, ja, entweder können wir das Video natürlich ansehen oder unser Spielstand LAN und so weiter. Ist ein bisschen komplizierter, finde ich jetzt persönlich. Und ich weiß gar nicht, wo ich gespeichert habe. Ich glaube, genau, LPH03 hatte ich gespeichert. So, und das laden wir jetzt nochmal. Und gucken, was auf uns zukommt. Ich weiß es selber gar nicht mehr genau, was wir jetzt haben, was wir jetzt machen müssen. Wir waren jetzt mit Char auf jeden Fall fertig. Und jetzt geht es zu einer neuen Welt. Den Namen habe ich leider aber vergessen. Aber den werden wir gleich herausfinden. Wir haben zwei Evolutionen gemacht, das weiß ich noch. Und ja, mal schauen, ne? So, reisen wir mal in die nächste Galaxie oder so. Protoss-Schiff? Ceratul. Dass ihr glaubt,
Ich war beim Ursprung. Seht, Zeros, die Geburtsstätte der Zerg. Hier entstanden die Zerg und hier wurden sie vom dunklen Wesen verändert. Die Verbliebenen sind die Urzerg. Ja, da sehen wir schon, wo uns die Reise theoretisch hinführen soll. Zeratul wieder mit im Spiel. Der ist auch in jeder Kampagne dabei. Irgendwie hat er immer seinen Auftritt, ne? Ja, wir könnten jetzt nach Zeros oder Kaldir. Ich glaube, Kaldir war zum Anfang auch verfügbar. Deswegen werden wir erstmal nach Kaldir gehen. Ich glaube, da gibt es ein paar interessante Einheiten, die wir unbedingt haben müssen. Aber dieser Trailer hat schon mal so ein bisschen verraten, was wir eigentlich so ein bisschen vorhaben. Es war nur ganz kurz angeteased, aber ja, wir müssen uns entwickeln sozusagen. Ja, aber wir gehen erstmal nach Kaldir. Eine Brutmutter hat einen Teil des Schwarms auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt, wo sie eine Expedition der Protoss bekämpft. Nafashs Brut enthielt viele weit entwickelte Kreaturen. Um den Schwarm wieder zu vereinen, benötigst du diese Anpassungen. Genau, und da gibt es sehr, sehr gute Einheiten, die wir auch wahrscheinlich relativ häufig verwenden werden. Und zwar die Schabe, ja, die kann Angriffseinheit, die im eingegrabenen Zustand schnell Treffpunkte regenerieren kann und greift Bodenziele leider nur an. Und dann die Hydralisk. Der Fernkampfeinheit mit großer Schadenswirkung kann Boden- und Lufteinheiten angreifen. Also unsere erste wirkliche Luftangriffseinheit. Die Schabe ist sehr stark gegen Bodeneinheit. Deswegen sind das wirklich sehr essentielle Einheiten, die wir da uns holen werden. Kaldir sieht nach einem Frostplanet aus, so Eis und so weiter. Mal gucken. Eklig alles. Sieht immer so ein bisschen eklig aus, wenn es sich da so öffnet, finde ich. So, aber wir sprechen erstmal über die Geburtsstätte. Die Späher berichten von einem Schwarmstock, den Nafash hier errichtet, aber kurz danach verlassen hat. Sie ist in diese Eistäler gegangen. Dort müssen die Protoss sein. Ich kann den dunklen Templer nicht spüren. Versteckt er sich auf dem Leviathan, bereit zuzuschlagen? Er ist weg. Was er auch immer im Schilde führt, er stellt keine Gefahr für mich dar. Zumindest nicht im Moment. Stellt nicht alles eine Gefahr dar, was nicht ein Zerg ist? Stell mich nicht in Frage, Isha. Wie du wünschst, meine Königin. Du sagtest, du willst dich am Anführer der Terraner rächen. Aber auf diesem Mond sind keine Terraner. Nafashs Brut ist sehr gut adaptiert. Ich brauche sie, um den Schwarm zu verstärken und Mengsk abzusetzen. Sicherlich könnte meine Brut seine Streitkräfte auch alleine vernichten. Terraner sind schwach. Das hast du doch bei mir auch gedacht. Hahaha, voll der Diss. In your face. So, wir gucken mal, hat Kerrigan eigentlich eine neue Verbesserung? Nee, ne? Die hat keine neue Verbesserung bekommen. Schade. Evolutionsgruppe ist, glaube ich, auch nichts Neues, aber mit Abathur können wir reden. Schwarm leidet auf diesem Mond. Ich dachte, du hättest meine Zerg stärker gemacht.
Kaldir eisig wie Weltraum. Bis auf Leviathan, Anpassung von Schwarm an derartige Kälte unnötig. Soll das eine Entschuldigung sein? Unnötige Anpassungen weben, Verschwendung, Komplexität vermeiden. Zuvor nicht notwendig, jetzt erforderlich. Werde örtliche Fauna suchen. Essenz nützlich für Schwarmanpassung. Tu es einfach. Tu es einfach! Okay. Der ist der Geilste einfach nur. So, ja, haben wir mit allen gesprochen. Ich finde ja, die Gespräche, also hier dieses Hub, das ist ein bisschen spartanischer aufgebaut wie in Rings of Liberty, aber ich finde halt die Evolutionsgruppe so geil. Das macht das Ganze alles wieder weg. Aber etwas spartanischer. Man hatte halt das Labor, dann irgendwie da das Lager und so weiter. Ich fand das ganz cool. Und hier ist es so ein bisschen, ja, wir haben jetzt hier 4 Gesprächsoptionen nur gehabt. Ein bisschen mau. Nafash hat ihre Brut in diese eisigen Täler geführt, um die Protoss zu bekämpfen. Wir wissen nicht, ob sie sich dir freiwillig anschließt. Eiskaltes Schweigen heißt das Ganze. Erobern sie Nafashs Brut zurück. Ja, wir bekommen da sogar 5 Machtpunkte und als Bonus, wenn wir Bonusziele erfüllen, 2 Machtpunkte und die Sharp bekommen wir. Ganz, ganz essentielle Einheit. So. Ich freue mich schon richtig drauf und das Artwork sieht wieder Hammer aus, oder? So eingefrorene Zerg-Brutstätte. Sieht einfach geil aus. Ja, und ich habe gesagt, es könnte ein Eisplanet sein und wie es aussieht, ist es sogar einer, der alles vereist hat. Ich hoffe mal, Kerrigan rutscht sich nicht aus. Dieser Mond wird immer wieder von extremer Kälte in Form von Kryostürmen heimgesucht. Ein solcher Sturm nähert sich gerade. Er wird die Temperaturen so schnell sinken lassen, dass fast alle Wärmeenergie verloren geht. Der Sturm wird schnell vorüberziehen, doch solange er hier wütet, frieren unsere Truppen an Ort und Stelle fest. Ich spüre einheimische Kreaturen in der Nähe. Ihre Matriarchinnen verfügen über mächtige Essenzen. Mächtig genug, um uns dabei zu helfen, uns an diese Kälte anzupassen. Fressen, um zu mutieren oder evolutionieren, wie man so schön sagen würde. Ich muss eine Ursadon-Matriarchin finden und ihre Essenz besorgen. Wir haben nicht viel das Zeit. Video hat natürlich sehr gut gezeigt, was die Zerg so sind. Also bei dieser Zerg ist verwildert. Er wird von keinem höheren Wesen kontrolliert. Wer hat dich gefragt? Da ist eine Schabe. Der sehr Schwarm schön. Unsere erste nie. Schabe. Ja, wir müssen fressen, um uns zu entwickeln. Nichts lecker. Noch eine verwilderte Schabe. Irgendetwas stimmt hier nicht. Los jetzt. Weiter vorrücken. Lecker. Aber wir brauchen die Matriarchin. Ich muss nur eine Ursadon-Matriarchin finden. Diese Welt gehört mir. Ja, wo sitzt sie denn? Ja. Der Kryosturm ist eingetroffen. Deine Truppen sind eingefroren. Ursadon, geführt von Matriarchin. Starke Essenz. Wenn Essenz assimiliert, schwarmresistenter gegen Kryostürme. Nein, ich bin eingefroren. Der Kryosturm endet jetzt. Hält sich mir in den Weg. Ah, da ist noch eine Schabe. Aber meine Zerklinge sind natürlich weg. Sie haben nicht viel Zeit. Essenz assimiliert. Lecker. Schwarm widerstandsfähiger gegen Kryosturm. Exzellent. Und jetzt spüre ich auch den Schwarmcluster von Nafash in der Nähe. Verletzte Schaben können sich eingraben, Wunden heilen. Ah, guck mal, sie kann sich so auch eingraben. Der Schwarm ist hungrig. Das wusste ich gar nicht mehr. Aber die heilt sich. Das ist ja gut. Das der ist sehr Schwarm gut. Schläft nie. Weiter okay, vorrücken. Das sieht nach dem Schwarm Lasst aus. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Nafashs Boot. Die Protoss müssen sie ausgelöscht haben. Ich werde diesen Schwarmcluster wiedererwecken. Diese...
Die Protoss haben die Erweckung gespürt. Sie wissen, dass wir hier sind. Die Königin der Klingen. Aber was ist mit euch passiert? Schwach und menschlich? Protoss. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr euch zeigt. Wir müssen Shakuras benachrichtigen. Sie werden die Goldene Armada aussenden. Sie werden euch vernichten. Isha, sag mir, dass sich die Protoss außer Reichweite von Shakuras befinden. Das tun sie, meine Königin. Die Protoss haben allerdings Psi-Relais, die ihre Psi-Kommunikation verstärken können. Dann zerstören wir diese Relais, bevor die Protoss sie aktivieren können. Und die sind ganz schön gut geschützt, ne? Habt ihr das gesehen, was da alles rumhängt? Oh mein Gott. Aber zum Glück gibt's nur einen Weg. Zusätzliche Matriarchen in Essenz nahe. Wenn eingesammelt, Schwarm effizienter in Kryosturm. Mir gefällt ein effizienter Schwarm. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, jage ich einige Matriarchinnen. Guck mal, da ist sogar der erste Turm. Und da sind die Matriarchen, wie es aussieht. Da, das sind die Bonusziele. Ja, das könnte machbar sein. Okay, eine Queen kommt und danach bauen wir mal ein bisschen ein paar Schaben. Köpfe der Protoss, haltet sie auf. Tragt ihr den Kampf entgegen. Es ist immer noch zu wenig, ne? Es sind nur 9 Einheiten, sehe ich gerade. Ich denke mal, da können wir noch ein paar bauen. Die Protoss nähern sich dem Schwarmcluster. Dich gefragt. Ah, da kommen sie ja wirklich. Wir haben nicht viel Zeit. Ein Kryosturm nähert sich. Die Protoss werden verwundbar sein, bis er vorübergeht. Oh, das ist ja praktisch. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Diese Welt gehört mir. Das ist ja sehr cool. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Hier in den Weg. Wow, schön. Stimmt. Der Schwarm ist hungrig. Und so kann man die auch, glaube ich, gut vernichten. Los jetzt. Wenn die hier eingefroren sind. Genau, so war das. Wir müssen die nämlich versuchen, in dem Sturm so gut wie möglich zu vernichten. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Kann man da den Kristall nochmal kaputt. Nichts so, stellt sich den machen wir noch weg. Sturm endet. Wir sollten uns bis zum nächsten Sturm zurückziehen. Oh, schön, schön, Diese schön. Welt gehört mir. Genau das ist geiles Gameplay, oder? Kann man nicht anders sagen. So stelle ich mir das vor. Super, super, super nice. Ja. Mehr Schaben. Wir brauchen einfach nur Schaben. 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 Einmal können wir hier noch platzieren. Ab die Wurst. Sehr schön. Ja, okay. Da kommen die nächsten Schaben. Wunderbar. Aber du sollst nicht kommen, Junge. Du nicht. Nein, heute nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber heute nicht. Wir können aber auch nochmal unsere Basis etwas verbessern, glaube ich. Aber ich kann immer das nicht unterscheiden, wie die Basenstationen da aussehen. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Ein Kryosturm trifft bald ein. Ja, seht ihr mal, wie gut das ist, ne? Wie gut die Schaben sind, wie viel Schaden die machen. Die Schaben machen viel Schaden. Deswegen bauen wir die auch. Jetzt mal ein bisschen mehr. So, jetzt kommt der Nichts stellt sich mir in den Weg. Kryosturm. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Dankeschön. Rückt weiter vor. Vernichtet die Protoss. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Am Ende ist es dann einfach nur versucht, die
versucht, diesen Turm da zu zerstören. Aber jetzt mache ich erstmal hier die Basis kaputt, damit die mich nicht angreifen, logischerweise. Weiter vorwärts. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Weil die Basis an sich, also dieser Turm an sich, ist ja wehrlos. Aber die Einheiten halt nicht, ne? Der Kryosturm endet jetzt. Schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Sehr schön. Guck mal, wie viel es aushält. Los jetzt. So, und da ist der nächste Matriarch. Sehr schön. Oh, da ist ja noch eine Einheit. Zwei sogar. Weiter vorrücken. Eins weniger. Selbst wenn ihr unsere Relais zerstört, werden wir Shakuras benachrichtigen. Ich hoffe doch mal nicht. Oh Gott. Da kommen sie. Schwarmcluster wird angegriffen. Okay. Raus damit. Na, kommt mal her. Los jetzt. Die Zeit wird knapp, Kerrigan. Die Goldene Armada wird euch holen. Ach, Quatsch. Lasst uns das hinter uns bringen. Das glaube ich dir nicht. Das ist doch bestimmt wieder nur Unfug, was du da redest. Ganz bestimmt. So, wir breiten unser Schwarmcluster hier natürlich aus. Ein Kryosturm wird bald hier sein. Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir können ja mal ein bisschen rumgehen. Hier, ich will mal da zu dem Matriarch da. Gerne. Bam, alles kracht ein. Die haben uns jetzt angegriffen. Ich denke mal, da wird... Stellt sich mir in den Weg. Diese Welt gehört mir. Da wird erstmal so schnell kein Angriff kommen. Oh doch, da kommt einer. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Wer hat dich gefragt? Da kommen sie. Wir haben ah nein, es sind irgendwelche der komischen Nazis. Der schläft nie. Dann bleiben die hier. Was warum jetzt? Greifen die denn an? Los jetzt. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Materialien in Essenz nützlich. Sichtweite während Kryosturm erhöht. Oh, Sichtweite erhöht. Geil. Der Kryosturm wird schwächer. Damit habe ich aber auch gar nicht gerechnet, dass hier auf einmal die komischen Yetis hier noch mit angreifen. Krass, ist das denn schön. So, ausbreiten erwünscht. Da können wir auch gleich sehen, wo sie kommen halt, ne? Nein, nicht angreifen! Spackos. Okay. Aber wir haben eine gute Armee. Der Schwarm ist hungrig. Wir warten jetzt noch auf den Angriff. Achso, ihr könnt euch ja einkrampfen. So. Ein paar Queens. Ja, das ist eine einfache Mission. Ich glaube, es ist somit die erste einfache Mission. Raus damit. Die man ja auch wählen kann, theoretisch, ne? Jo, fertig. So, wir gehen. Los jetzt. Erstmal da lang, also zu denen hier, damit wir zu den Matriarchen gehen können. Aber ich warte noch einen Moment. Bis der Sturm kommt. In wenigen Momenten wird ein Kryosturm eintreffen. Dann können wir den da zerstören. Die Mission sollte relativ schnell zu Ende sein. Hoffe ich. Doch, mal. So, 8 Sekunden. Ach, ihr seid doch kacke. Ein Kryosturm. Sehr schön. Der Schwarm schläft nie. So. Rauf da. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Diese Welt gehört mir. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet.
da jetzt auch noch jedes Jahr ankommen. Aber ich glaube, ich sollte trotzdem wirklich die vernichten. Oh, sonst komme ich hier gar nicht raus. Wir haben nicht viel Zeit. Weiter vorrücken. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Kryosturm endet jetzt. Oh, jetzt wird's gleich eng. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Und tschüss. Diese Welt gehört mir. Fuck. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Der Schwarm. Ach shit, da komme ich nicht weiter, das ist eingestürzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. War das vorhin schon so, dass das da eingestürzt war? Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist jetzt dämlich. Aber wir können es doch einkramen, so ist es nicht, aber trotzdem. Der Schwarm schläft nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Das fand ich jetzt ein bisschen unfair. Aber sowas von. Ah, wir rennen einfach vorbei. Wir haben nicht viel Zeit. Ich höre. So, einkramen. Was jetzt? Das ist jetzt sehr überraschend gewesen für mich. Muss ich echt sagen. So, jetzt sind sie wieder alle fit. Ein Kryosturm wird bald hier sein. Aber ihr seht, die Mission ist easy, aber cool gemacht einfach nur. Diese Welt gehört mir. Super gemacht, finde ich. Der Schwarm schläft nie. So. Paar Sekunden noch. Nichts stellt sich mir in den Weg. Es zieht sich halt ein bisschen in die Länge, aber dafür ist es halt ganz cool. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Wieder irgendwelche komischen Tiere. Wer hat dich gefragt? Der Schwarm lebt nie. Nichts stellt sich mir in den Weg. So. Diese Welt gehört mir. Komm jetzt, hol dir den. Wir haben nicht viel Zeit. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Los Sehr jetzt. Schön. Der frühe Sturm endet. Nur noch eins ist übrig. Es ist zwecklos, Kerrigan. Shakunas wird euch vernichten. Schläft nie. Los jetzt. Theoretisch können wir auch versuchen, die Basis ein bisschen zu überrollen. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Hihihihi, damit hast du wohl nicht gerechnet. Oh shit, ich werde angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Diese Welt gehört mir. Das ist natürlich blöd. Lasst mich. Nein, nicht angreifen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm schläft. Ich stelle mich gerade wieder ein bisschen doof an, ne? Oder? Wer hat dich gefragt? Ich höre. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja. Wir haben nicht viel Zeit. Ein Kryosturm wird bald hier sein. So, da muss ich jetzt hin. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Zu dem Matriarch. Was jetzt? Ich glaube hier lang, ne? Gucken wir mal. Weiter vorrücken. Wir müssen ja nur noch einen zerstören. So, ein paar herstellen, bitte. Ja, wir haben ja auch nur ein Gebäude, das dauert halt ein bisschen dann. Ein Kryosturm ist hier. Der Schwarm schläft nie. Da kommt es schon wieder. Die Kackviecher. Diese Welt gehört Aber mir. Wir interessieren uns gerade nicht für sie. Los jetzt. Nein, sie klemmt fest. Nichts stellt sich mir in den Weg. Der Schwarm schläft nie.
Okay. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, Leute. Machen wir hier ein bisschen hin, Kerrigan. Essenz assimiliert. Dankeschön. Schwarm perfekt am Kampf in Kryosturm angepasst. Geil. Guck mal, die haben hier erstmal schön aufgeräumt, hoffe ich doch mal. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Der Kryosturm endet. Diese Welt gehört mir. Aha. Stellt sich mir in den Weg. Green Tank da. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Weiter vorrücken. Bam, Junge. So, okay, wir warten noch einmal ab. Und dann geht's zum letzten Angriff. Hoffe ich mal, dass es der ist. Wir können noch mal kurz weiterentwickeln, aber es sollte... Achso, es sind diese Säurespritzer, ne? Brauchen wir das nicht, sondern das hier. Ich höre. Eingraben, yes. Wer hat dich schon gefragt? Hehe, Überraschungsangriff. Damit hast du nicht gerechnet, dass ich einfach aus dem Boden komme, Junge. Aber ich sehe ja hier das halbe Schlachtfeld, das ist ja das Geile daran. Das ist schon cool. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Ja, ich kann schon mal loslaufen. Der Schwarm schläft nie. Da werde ich trotzdem noch weiter produzieren. Wahrscheinlich werden jetzt noch ein paar. Ja, der diese, Schwarm ist hungrig. Diese Yetis da kommen. Weiter vorrücken. Los jetzt. Das sollte eigentlich reichen, was ich jetzt hier habe. Lasst uns das hinter uns bringen. Ein Kryosturm hat begonnen. Dass die hier leben können, frage ich mich. Lasst uns das hinter uns bringen. Ne? Diese Welt kann man hier leben? Boah, fuck, da komme ich doch gar nicht durch. Nichts stellt sich mir in den Weg. Weiter vorrücken. Shit. Ja, okay, dann muss ich doch noch mal ein bisschen warten. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Das ist ja nur eine halber Kilometer, den ich da durchgehen muss. Du hast meine Aufmerksamkeit. Diese Welt gehört mir. Los jetzt. Der Kryosturm endet jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. Oh Gott. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Los jetzt. Weiter vorrücken. Oh Gott. Oh Gott. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. So, ein Kram. So, der bleibt nun mal hier ein bisschen gucken. Und nochmal kurz bauen. Und jetzt warten wir noch einen Moment, bis... Wir haben noch mal eine Minute Zeit. Die warten wir. Eigentlich sollten sie nicht mehr wirklich angreifen können. Die könnten noch von hier kommen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass die angreifen werden. Sonst müssen wir noch ganz schnell mal zurücklaufen. Aber ja, beim nächsten Kryosturm ist das auf jeden Fall weg. Das kann ich euch versichern. 30 Sekunden, da sollte nicht mehr so viel kommen. Alles ein bisschen chillig. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Die können auch später, ich weiß nicht, ob die das hier in der Kampagne können, aber auf jeden Fall kann man das im Multiplayer entwickeln, können die Schaben sich im Boden bewegen. Das ist auch ziemlich heftig und ziemlich imber. So, jetzt kommen der nächste Kryosturm. Na, kommt her. Nicht. Ein Kryosturm ist eingetroffen. So, jetzt muss ich einfach durch. Der Schwarm schläft nie. Lasst uns das hinter uns bringen. Nimm hier noch die Hindernisse aus dem Weg. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft nie.
Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Nichts stellt sich mir in den Weg. Und das war's. Weiter vorrücken. Die Relais sind gefangen. Rückzug! Die Expedition der Protoss wird Shakuras nicht mehr kontaktieren können. Jetzt bekommen sie es mit uns zu tun. Ja, die Schaben sind schon geil, ne? Kann man nicht anders sagen. So, was haben wir hier? Schließen sie in 15 Minuten ab. Ja, das haben wir halt nicht geschafft, ne? Ist auch nur normal gewesen. Zerstören sie 20 gegnerische, nicht eingefrorene Gebäude in der Mission. Ja, könnte man machen. Habe ich aber nicht. Ja, das war's. 2 Bonusziele erreicht, 5 Machtpunkte bekommen, Schaben auch. Ja, ich hoffe, euch hat diese schöne Mission, die mir sehr gefallen hat, euch auch gefallen. Wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Mission wieder und da sind wir auch wieder auf Kaldir unterwegs. Ich denke mal noch so 2-3 Missionen sind das noch auf jeden Fall auf Kaldir. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. CVG sagt Tschüssi.